wurde gegen 14 Beschuldigte und insgesamt wurden 12 Wohnungen und eine Gemeinschaftsunterkunft durchsucht, überwiegend in Thüringen. Insgesamt haben wir 400 Einsatzkräfte dabei gehabt, bei denen ich mich ausdrücklich nochmal für ihren besonnenen und guten Einsatz bedanken will. Die Wohnungen, die durchsucht wurden, fanden sich in den Orten Suhl, Leinefelde, in Weimar, in Jena, in Arnstadt, Schmalkalden, Hildburghausen, Erfurt, aber auch in Dortmund, in Leipzig, in Hamburg und in München. Und Hintergrund ist, dass die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes Thüringen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Gera ein Ermittlungsverfahren geführt hat wegen des Verdachtes der Terrorismusfinanzierung und der versuchten Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Das war auch der Grund für die Durchsuchung. Dabei ist umfangreiches Beweismaterial beschlagnahmt worden und sichergestellt worden. Und ich will an dieser Stelle ausdrücklich die hervorragende Zusammenarbeit zwischen dem Amt für Verfassungsschutz und auch dem Thüringer Landeskriminalamt und auch den übrigen beteiligten Bundesländern. Wenn Sie den Schwerpunkt sich anschauen, dass es hier um die Erforschung auch von Geldströmen handelt, weil eine Reihe von Speichermedien sichergestellt worden, weil Telekommunikationstechnik, aber auch Bankverbindungen sichergestellt wurden, dann wird deutlich, dass es einen anderen Schwerpunkt hatte. Es geht also nicht um einen unmittelbar bevorstehenden Terrorverdacht, es geht um eine indirekte Finanzierung von Aktivitäten, die mit Terrorismus zusammenhängen können.